Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, und wir starten das heutige Kellner live am Vorabend, vom Vorabend des EU-Rats, könnte man sagen, mit der zuständigen Ministerin, Europaministerin Caroline Edtstadler-Lesdau. Freue mich immer, wenn sie kommt. Danke für die Einladung, Herr Kellner. Die wortgewaltigste Ministerin, könnte man sagen, die immer dafür verantwortlich ist, erstens der EU den Kopf zu waschen, aber dann auch einen guten Kompromiss und eine gute Gesprächsbasis zu finden. Und die deshalb, würde ich einmal annehmen, die letzten Tage schon kräftig unterwegs war, um die Stimmung, aber auch die Vorbereitung für diesen EU-Ratsgipfel zu machen, der, glaube ich, am Donnerstag stattfindet. Ja. Und wo es um das große bestimmende Thema geht oder um die zwei bestimmenden Themen. Erstens, wie wird jetzt der Impfstoff verteilt? Interessiert unsere Zuseher enorm, wie wir wissen. Und zweitens, was ist jetzt mit dem grünen Impfpass? Wann kommt der? Wie schaut er aus? Kommt er überhaupt? Werden wir Österreicher die Einzigen mit Impfpass sein oder kommen die anderen Europäer jetzt auch? Liebe Frau Minister, Sie sind da immer wie Tom Turbo unterwegs in den Tagen vor einem EU-Ratsgipfel. Diesmal heißt es ja, wir haben sozusagen die XXX-Karte als Österreicher, weil der Herr Bundeskanzler es gewagt hat, die Impfstoffverteilung in der EU zu kritisieren. Die Financial Times hat gestern geschrieben, wir werden abgestraft werden bei diesem EU-Gipfel. Es wird keine einzige Impfdose für Österreich mehr geben. Was ist denn sozusagen Ihr Stand der Informationen? Zunächst einmal ist es ja wirklich so, dass am Donnerstag und am Freitag der Europäische Rat stattfindet und dass heute die Ratsgruppe Allgemeiner Angelegenheiten, der Rat Allgemeiner Angelegenheiten stattgefunden hat, in dem ich Österreich vertreten darf. Und was ich schon dazu sagen möchte, ich war leider nicht physisch in Brüssel, es war wieder einmal eine Videokonferenz und es war schon auch spürbar, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch angemerkt haben, dass man einfach merkt, man könnte, wenn man sich direkt trifft, die Dinge auch besser ausreden, als man das in einer Videokonferenz macht. Aber zum Zweiten, auch zur Stimmung gegenüber Österreich, möchte ich sagen, dass die Stimmung gut ist. Also es gibt einige Staaten, die uns ja da ganz stark unterstützen, was das Aufdecken auch dieser Imbalance, also dieser Unausgeglichenheit von der Verteilung der Impfstoffe jetzt betrifft und auch tatsächlich mehr Impfdosen haben wollen. Und das ist jetzt noch Gegenstand von Verhandlungen, war aber natürlich heute auch im Rat Allgemeiner Angelegenheiten ein großes Thema. Und warum ist es so? Weil wir uns darauf geeinigt haben, auch die Staats- und Regierungschefs haben immer gesagt, es braucht eine Solidarität und eine gleiche Chance für alle Mitgliedstaaten. Und wir wollen ja, und das kam heute sehr gut zum Ausdruck auch, das Ziel erreichen, bis zum Sommer 70% der Bevölkerung Europas durchzuimpfen. Und zwar nicht in einzelnen Mitgliedstaaten, sondern in allen. Und da würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn einige Staaten fertig sind sozusagen, 100% durchgeimpft haben, andere bei 10% stehen und irgendwelche dazwischen. Wir sind keine Insel in Österreich. Wir haben viel Kontakt natürlich auch durch unsere Pendlerinnen und Pendler. Und um das zu erreichen, geht es jetzt darum, den Ausgleich zu schaffen. Und das hat unser Bundeskanzler aufgezeigt. Bis zum Sommer, Frau Minister, wir reden vom Sommer 2021 ja. Oder von dem 2022? Na, 2021. Das beruhigt mich einmal. Und zweitens, was heißt bis zum Sommer? 1. Juli, 1. August, 1. September? Oder rechnen wir den australischen Sommer? Dann wäre es der 1. Oktober oder 1. November. Also was ist bis zum Sommer konkret, Frau Minister? Wir rechnen sozusagen bei den Impfungen immer in Quartalen grundsätzlich. Ja. Und wenn man jetzt sagt bis zum Sommer, dann würde ich mal sagen, schon zweites Quartal endet bis zum dritten Quartal also 1. jedenfalls. Juli würde das naja, das heißt. Ist das Ziel einmal. Ja. Ich habe heute auch in einer Videokonferenz mit Stella Kyriakides, der zuständigen Kommissarin, gesprochen, die also da doch sehr optimistisch war, dass es über 305 Millionen Impfdosen geben wird in der nächsten Zeit, die kalkuliert sind und die verteilt werden wollen. Bis dahin aber muss diese Unausgeglichenheit ausgeglichen genau. werden. Und das ist das, was Sebastian Kurz auch aufgezeigt genau. hat. Frau Minister, da ist der Kanzler ja ordentlich reingeprescht, könnte man sagen. Ja, das war eine Grätsche, würde man im Fußball sagen. Ja. Und die einen haben es vielleicht als Foul betrachtet, die anderen als gesunde Härte, die der EU manchmal ganz gut tut. Ich glaube, Sie sehen es als gesunde Härte und Sie teilen diese Kritik ja. Was ist jetzt konkret der Vorwurf?
Es ist, glaube ich, ganz notwendig, dass man die Dinge auf den Tisch legt. Und ich bin dafür bekannt, dass ich das auch immer mache. Und insofern sind der Herr Bundeskanzler und ich uns da immer auch sehr einig. Ja, die Dinge ansprechen, das ist das Ziel. Und die Europäische Union selbst ist ein Verbund von Staaten, der auch immer sagt, man will mehr Transparenz. Das unterstützen wir. Aber das muss man dann auch aushalten, wenn es einmal bei kritischen Themen so ist. Und ich sage das auch ganz offen, Herr Fellner. Manche freuen sich natürlich nicht, dass sie ihren Vorsprung, den sie jetzt da geglaubt haben, noch ausbauen zu können, vielleicht jetzt nicht so ausbauen können. Aber es gibt auch diejenigen, die da an unserer Seite kämpfen. Und auch Österreich wird um jede einzelne Impfdose hier kämpfen, damit wir das schneller schaffen. Weil, meine, wir müssen es schon in der Gesellschaft auch, und das sehen wir ja, es freut uns ja alle nicht mehr. Aber wir müssen einfach durch und wir müssen auch das... Wie viele Impfdosen sind Ihrer Meinung jetzt ungerecht verteilt worden? Weil in der Financial Times sagte ein nicht genannter, eigenartigerweise anonymer EU-hochrangiger, angeblicher EU-Diplomat, das ist lächerlich gewesen, das ist nicht der Rede wert. Und zweitens, wie viele Impfdosen müsste Österreich bekommen, damit auch Österreich fair behandelt wird? Haben Sie das schon in Zahlen gießen können? Also ich kann Ihnen keine konkrete Zahl sagen, was wir jetzt an Impfdosen bekommen müssten, damit der Ausgleich stattfindet, weil ja auch die Staaten auf unterschiedliche Produkte sozusagen gesetzt haben. Und das muss man sich alles anschauen. Das wird aber in diesem Steering Committee berechnet. Und ich will das jetzt auch schon kommentieren, was Sie da zitieren von diesem Mitarbeiter oder dem Beamten auf europäischer Ebene, weil da haben wir festgestellt, wenn man sich die Zahlen anschaut, die einen liegen bei 5 Dosen pro 100 Einwohner, die anderen liegen bei 31 Dosen pro 100 Einwohner. So also, groß ist der Unterschied. Ja, und das ist eben von das. Bulgarien bis Dänemark, um es zu benennen. Bulgarien bis Dänemark, über Malta und irgendwo dazwischen liegt Österreich. Und das hat die Europäische Kommission auch gesehen und gesagt und eingestanden. Sie müssen sich vorstellen, die Staats- und Regierung Chefs und die Kommission will natürlich eine faire Verteilung der Impfstoffe. Und dann entwickelt sich hier im Hintergrund ein Mechanismus, der offensichtlich dafür sorgt, dass es Imbalances gibt. Und die müssen ausgeglichen werden und dafür treten wir ein. Jetzt kann man natürlich sagen, selbst schuld, liebe Frau Minister, ja, weil der stellvertretende Vorsitzende dieses eigenartigen Basarkomitees war ja ein österreichischer Beamter, der Herr Auer. Jetzt sind Sie ja dafür bekannt, erstens sehr hands-on zu sein, was also Politik anbelangt. Das heißt, bei Ihnen geht wenig durch, was Sie nicht selber genau gecheckt haben. Und zweitens dann auch sehr ordentlich auf den Tisch zu hauen, wenn was daneben geht. Ist das eine Sauerei gewesen, was da passiert ist? Haben Sie gewusst, haben Sie zum Beispiel als Europaministerin, die ja da wirklich sehr detailgetreu arbeitet, gewusst, dass es dieses Komitee und diesen Basar gibt? Nein, ich habe es nicht gewusst und ich möchte das auch dazu sagen, dass auch der Gesundheitsminister also in seinem Ressort gesagt hat, dass es nicht gewusst hat. Und das ist genau das, worum es geht. Wir brauchen hier Transparenz und wir brauchen hier Fairness. Und wenn hier etwas auftaucht, was unfair ist, was sich auch im Hintergrund etabliert hat, dann glaube ich, ist es die Aufgabe, genauso wie Sebastian Kurz gemacht hat, das auch aufzuzeigen. Und noch einmal, dass das manchen vielleicht jetzt nicht schmeckt, ist die eine Sache, aber dass es welche gibt, die hier benachteiligt worden sind durch diesen Mechanismus, der entstanden ist, ist die andere. Und jetzt geht es darum, das auszugleichen. Und Ursula von der Leyen, im Übrigen danke an Sie, die das ja auch gemanagt hat, dass wir 10 Millionen Impfdosen jetzt zusätzlich zur Verteilung haben, hat das auch so eingesehen und auch zugegeben. Ja, also war Ihr Eindruck heute von dieser Vorrunde, die ja immer ganz, ganz wichtig ist, weil dort ja viele Vorentscheidungen getroffen werden, dass es den Ausgleich geben wird am Donnerstag und Freitag, dass wir also da siegreich aus diesem Ratsgipfel herausgehen werden? Den Ausgleich wird es geben müssen. Und der zuständige Vizepräsident Maroš Šefčovič, der auch in diesem Gremium des Rates allgemeiner Angelegenheiten sitzt, hat es auch noch einmal betont, dass dieses Steering Committee auch am Abend jetzt noch einmal tagen wird. Und man wird versuchen, hier Lösungen zu finden. Ich hoffe spätestens beim Europäischen Rat Donnerstag, Freitag. Und dann wird das ausgeglichen werden zunächst einmal. Und dann, das ist ja Ihre Forderung und die des Kanzlers, korrekt und fair nach der Einwohnerzahl verteilt so werden. Das ist der Sinn der Sache. So ist es. So wie es die Staats- und Regierungschefs am Anfang auch beschlossen haben, so muss man vorgehen. Und einen Basar soll es nicht mehr geben. Und wenn Länder das nicht abnehmen, dann soll das transparent und öffentlich bekannt gemacht werden. Habe ich das richtig verstanden? So ist es. Ja? Das heißt, wenn Bulgarien weiter weniger kaufen will, unter anderem, weil die, wie ich gelesen habe, jetzt selber Sputnik produzieren, dann soll öffentlich gemacht werden, dass Bulgarien
weil sich 10 Millionen Dosen von der EU nicht nimmt. Es muss sozusagen klar sein, was da ist, wer was bekommt und dass jeder die gleiche Chance hat. Darum geht's. Es muss jeder Mitgliedstaat die gleiche Chance haben, die Impfdosen so zu beschaffen, dass wir das Ziel erreichen können, 70% Durchimpfung bis zum Sommer. So, jetzt kommt mir ein bisschen vor, ich meine, ich mag Sie immer als Optimistin und das zeichnet Sie ja aus. Ja. Sie sind ja wirklich eine fast politische Euphorikerin, könnte man sagen. Aber ich weiß nicht, entweder Sie haben zu tief ins Glas geschaut oder aber Sie sind schon beim Wunsch ans Christkind fürs nächste Jahr. Aber wie stellen Sie sich denn vor, dass das ausgehen soll, dass wir bis Anfang Juli 70% der Europäer durchimpfen? Das ist völlig unmöglich. Wir halten derzeit bei 4%. Bis zum Sommer ist es, und ich habe gesagt, wir rechnen in Quartalen. Zweites Quartal ist das Ziel, drittes Quartal ist auch noch Sommer. Aber das ist das, was die Staats- und Regierungschef, was heute auch im Rat Allgemeiner Angelegenheiten als Ziel formuliert worden ist. Und ich habe das heute selbst der Kommissarin gesagt. Das ist ein Ziel, das sozusagen ein ambitioniertes ist. Aber wenn Sie, haben es vorgerechnet, 305 Millionen zusätzliche Impfdosen jetzt kommen. Wie viel haben wir bis jetzt? Das kann ich auswendig nicht sagen, aber 305 zusätzliche Impfdosen von Pfizer-BioNTech, Moderna und AstraZeneca werden in der nächsten Zeit kommen und die sollen eben dann auch fair verteilt werden. Vor allem, es geht ja darum, dass von dem, was dann da ist, was am Markt ist, auch tatsächlich geliefert wird, und wir rechnen jetzt in diesen großen Zahlen, das haben heute auch die Stella Kyriakides vorgerechnet, aber da müssen wir natürlich wieder sehen, hoffentlich gibt es keine Produktionsausfälle, hoffentlich tun die anderen Staaten auch das, was Österreich tut, nämlich Produktionsstätten ausfindig machen, hier zu unterstützen, so wie wir das ja auch versuchen in Österreich, damit man hier mehr produzieren kann. Wir machen das ja, um wieder auch Mobilität zu ermöglichen. Und wir wollen ja auch diesen grünen Pass, der dann unter anderem nicht nur auf der Impfung aufsetzen wird. Aber zuerst noch zur Impfung. Das Schöne an Ihnen ist, und das Sympathische, Sie sind immer positiv, Sinker. Ja? Das heißt aber, da müssen wir aber ordentlich Gas geben. Weil das sind in Österreich, wenn ich das einmal so überschlagen darf, naja, ungefähr 4 Millionen Menschen, die 70% von den 6 Millionen, die sie impfen lassen wollen. Also das würde dann in etwa heißen, sie müssen jetzt noch 8 Millionen Impfungen bis 1. Juli verpassen. Das wird mit 45.000 am Tag schwer möglich sein, ohne jetzt unser beider mathematische Kenntnisse aus Salzburg beansprechen zu wollen. Aber das hat man bei Hausverstand, dass sich das nicht ausgeht. Nein, noch einmal bis zum Sommer natürlich. Ich würde es nicht mit 1. Juli fixieren wollen, sondern bis zum Sommer einfach. Ich meine, der Sommerbeginn ist ja auch einer, der im Juni dann eigentlich schon ist. Also insofern sagen wir bis zum Sommer. Und da ist es natürlich notwendig, dass wir auch beschleunigen beim Ausliefern bzw. beim Verimpfen. Aber da werden ja ständig auch, und die Bundesländer sind ja da dran, auch die Mechanismen verfeinert, dass das schneller geht. Und insofern, ja, ich bin positiv in den Dingen, weil einfach der Druck auch da ist und jeder das auch möchte. Zum anderen bin ich aber schon auch eine, die Kritik aufbringt und die laut sozusagen das auch äußert. Und das habe ich heute auch wieder in Brüssel getan, dass wir als Österreich für jede Dose kämpfen werden und dass wir uns dafür einsetzen, dass wir auch rasch dann die Dosen zur Verfügung gestellt bekommen. Frau Minister, noch bevor wir ins Detail gehen, ganz allgemein gefragt. Geimpft ist für Sie zweimal geimpft oder einmal geimpft? Das ist ein großer Unterschied. Das kommt auf den Produzenten des Impfstoffes also an. Also bei AstraZeneca zweimal? Es ist zweimal, und wenn dann Johnson & Johnson auch so weit ist, dass man verimpfen kann, dann einmal. Dann geht sich das aber schon rein mathematisch nicht aus, weil Sie wissen, bei AstraZeneca ist zwischen der ersten Impfung und der zweiten 3 Monate Abstand. Also das wird sich dann nicht ausgehen, dass wir 70% bis 1. Juli durchimpfen, falls ich mir diese Kritik erlauben darf. Also bisher waren es 3 Wochen, aber das ist mein Wissensstand, ja, dass man dazwischen hat und nicht 3 Monate. Und abgesehen davon, es ist ja unterschiedlich sozusagen auch, wie die Antikörper dann aufgebaut werden. Manche haben sozusagen mit der ersten Impfung schon einen großen Schutz. Ich glaube, eine Impfung ist besser als keine, aber logischerweise der volle Schutz. Aber zumindest 70% der Impfwilligen sollen eine Impfung bekommen. Ne? Ja, naja, schauen Sie, Herr Fellner, ich glaube, wir können da nur lang herumspielen, ob es bis 1. Juli ist oder ob man 1 oder 2 Impfungen hat. Es ist einfach so, dass wir impfen müssen, und dafür brauchen wir aber die entsprechenden Dosen, und dafür setzen wir uns ein. So, eine Frage an die immer sehr ehrliche und auch wortgewaltige Frau Europaministerin. Hat die EU bis jetzt beim Impfprogramm versagt?
Also ich sage Ihnen das schon auch ganz ehrlich, wie Sie das von mir einfordern. Es gibt hier natürlich eine ganze Reihe von Problemen, die sich aufgezeigt haben. Bei der Beschaffung jetzt im Impfstoff auch deshalb, weil offenbar hier Verträge geschlossen worden sind, die auch nicht transparent gemacht worden sind, weil es hier unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, wie viel man wann wohin impft. Da sage ich Ihnen aber schon auch als Juristin, wenn man einen Vertrag schließt, dann ist der einzuhalten. Und diese Diskussion, die dann losgebrochen ist, naja, die hätten mehr gezahlt und die EU war knausrig, die lasse ich schlicht und ergreifend nicht gelten. Also zum einen gab es hier sicher einen Mangel an Erfahrung, wie man mit so großen Pharmakonzernen verhandelt. Auf der anderen Seite die Stärke, dass wir jetzt eine Impfdosis überhaupt schon von 3 Produzenten am Markt haben, ist, dass die EU zusammengehalten hat, dass man hier die klügsten Köpfe zusammengesteckt hat und dass auch die Finanzierung da war. Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo wir darauf hinkommen, dass wir darüber reden müssen, wie wir stärker werden. Genau. Ich weiß schon, wir sind noch mitten in der Krise. Aber genau jetzt, mitten in der Krise, geht es darum, die Konferenz zur Zukunft Europas zu starten. Und das ist erfreulicherweise jetzt gelungen, dass alles fertig ist, damit man hier beginnen kann, um auch aufzuarbeiten. Und das ist notwendig nach so einer großen Krise. Es ist immer schön, wenn wir da bei dem Fellner Live auch mitbekommen, wie viel Sie da vorbereiten, ja? Wo ich meinen Hut ziehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Frau Minister, was soll denn bei diesem Gipfel am Donnerstag und Freitag, den Sie also da bis heute, nehme ich an, wie immer sehr emsig vorbereitet haben, was soll denn da herauskommen? Zunächst erwarte ich mir, dass eben die Verteilung dieser zusätzlichen Impfdosen beschlossen wird. Da braucht es auch Einstimmigkeit in dem Gremium und das ist offenbar etwas, was die Regierungschefs erneuern müssen noch einmal in dieser Runde. Zum Zweiten erwarte ich mir wirklich ein politisches Commitment zum grünen Pass, zu diesem Zertifikat, auf das wir alle warten, damit wir auch das haben, wenn wir viele Impfungen haben, wenn wir aber auch in anderen Ländern, so wie das nirgends sonst so gut etabliert ist wie in Österreich, diese Teststrategien am Tisch haben oder wenn wir eben auch Genesene haben, die Antikörper haben. Also dieses Commitment zum Impfen und auch eine Gleichziehung aller Staaten, die benachteiligt waren, plus ein Commitment zum grünen Pass, das ist sicher etwas, was ganz, ganz wesentlich ist. Gut, also grüner Pass, kommen wir sofort. Letzte Frage noch zum Impfen. Da gibt es ja offenbar auch Auffassungsunterschiede zwischen Österreich und Teilen der EU. Wir sind ja der Meinung, es soll jetzt wirklich in einem breiten Maß auch alle Impfanbieter sozusagen nach Europa geholt werden. Ich glaube, der Herr Bundeskanzler und ich nehme an, auch Sie sind auch dafür, dass wir mit Sputnik impfen und dass die EMA ganz genau prüft, ob man Sputnik in Europa zulassen kann. Da gibt es jetzt von der EU Aussagen, das braucht man nicht. Ja, was braucht man die Russen? Was ist denn Ihre Meinung oder die Meinung von Österreich dazu? Wollen wir Sputnik haben? Also in dem Moment, in dem die EMA Sputnik zulässt und Dosen verfügbar sind im europäischen Markt, wird man da jetzt nicht herumtun, dass man den mag und den nicht mag, sondern wird man auch diesen Impfstoff einsetzen. Punkt. Und wenn die EMA das aber nicht macht, weil die sagt, wir prüfen Sputnik nicht, weil das braucht man nicht, das wollen wir nicht, aus strategischen Gründen. Wenn es einen Antrag gibt, nehme ich an, dass EMA das auch prüfen wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Mentalreservationen seitens der EMA gibt, überhaupt in eine Prüfung zu gehen. Ich kenne die Aussage vom Kommissar Thierry Breton, der gesagt hat, wir brauchen Sputnik nicht. Also im Moment, muss ich sagen, kommt mir das als zu hohe Meinung vor oder vom Hohen Ross, weil, um ehrlich zu sein, haben wir überall zu wenig Impfstoff. Und wenn ich heute im Rat allgemeiner Angelegenheiten mir die Kolleginnen und Kollegen angehört habe, dann ist das einfach das brennende Thema. Und wo auch immer ein Impfstoff herkommt, der sicher ist, der das Gütesiegel der EMA hat, dann soll der auch eingesetzt werden. Also wir brauchen mehr Impfstoff und da muss jetzt im Rat am Donnerstag und Freitag eine wirkliche Offensive starten. Das ist Ihre und Österreichs Meinung. Genau, es muss einen Ausgleich geben, es muss das Commitment geben, dass es gleichgezogen wird, dass jeder die gleichen Chancen hat und es braucht das Commitment, aber das ist jetzt Gott sei Dank da. Sie wissen, ich war in den letzten Wochen und Monaten ja auch trotz Corona mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen unterwegs. Ich war letzte Woche erst in Rom und habe dafür geworben, dass wir beim grünen Pass einfach an einem Strang ziehen. Ja, damit sind wir und beim Thema Nummer 2 genauso wichtig. Sie haben schon gesagt, das zweite große Thema bei diesem Ratsgipfel wird der grüne Pass sein, also der Impfpass, heftig umstritten in ganz Europa. Eigentlich unsere Erfindung, muss man sagen, das hat ein bisschen ein österreichisches Patent dahinter, weil wir, glaube ich, seit Monaten dafür kämpfen, dass sie auch schon einführen werden, vor allen anderen. Was ist denn der Stand zu diesem grünen Impfpass? Ziehen jetzt alle mit? Werden wir bis Sommer so einen europäischen Impfpass haben?
Ich darf nur sozusagen auch sagen, dass die Griechen die Ersten waren, die das aufgebracht haben und wir die Unterstützer der ersten Stunde sind. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Mentalreservationen dagegen, also die Vorbehalte dagegen sehr groß waren zu Beginn, vor allem Frankreich. Deutschland hat davon gesprochen, es würde hier zu einer Ungleichbehandlung kommen, weil man nicht alle impfen kann. Dann habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen sogar vor Ort auch gesprochen und habe gesagt, es geht uns nicht darum, nur das Impfen dort eintragen zu können, sondern wir wollen impfen, testen und Antikörper aufgrund einer Genesung gleichwertig behandeln. Aber wir brauchen es, um Mobilität zu ermöglichen. Und ja, es ist richtig, dass wir in Österreich sicher die Ersten sind, die tatsächlich auch jetzt einen Legislativvorschlag erwarten in den nächsten Wochen, um mit diesem Impfpass einmal dann auch in ein Stadium zu kommen, dass man es tatsächlich erprobt. Also, Sie gehen davon aus, dass der EU-Rat am Donnerstag und Freitag sich einstimmig für diesen Pass ausspricht und dass wir das dann starten können. Es ist schon gestartet, der Prozess. Die Kommission hat den Vorschlag schon auf den Tisch gelegt und in einem sogenannten Fast-Track-Procedure, so, jetzt bin ich zwischen Deutsch und Englisch, also Fast-Track-Procedure meint, dass wir das wirklich schnell verhandeln. Und da kann ich Ihnen sagen, dass es in dieser Woche schon Besprechungen auf Arbeitsgruppenebene gab und noch zwei weitere stattfinden sollten. Und das ist wirklich etwas, wo man dann nur mehr den Push politisch auch braucht von den Staats- und Regierungschefs. Und ich habe das heute auch in meiner Formation so empfunden, dass man das wirklich will. Ja, das wäre insofern ja sehr wichtig, als wir ja diesen Impfpass bis Mitte April fertig haben wollen. Und es wäre natürlich tragisch, wenn wir einen Impfpass haben, der dann anders ausschaut als der Impfpass der EU. Na, wir werden uns dann natürlich nach dem richten, was die europäischen Vorgaben sind. Das ist eine sehr technische Vorlage der Kommission, weil ja auch die Staaten selbst dann sagen können, bei uns gilt ein PCR-Test, ich weiß nicht, 72 Stunden, woanders gilt er vielleicht weniger lang oder länger. Aber das ist ja dann wie die Gesundheit auch in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Und ich darf vielleicht nur eins hinzufügen, Herr Fellner, es ist gar nicht so abwegig, dass Österreich immer wieder mal Vorreiter ist. Es wird nur in der internationalen Berichterstattung gern irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Warum, weiß ich nicht. Es ist beim Impfpass so, dass wir die Ersten waren, die gesagt haben, das brauchen wir. Es ist bei der Konferenz der Zukunft Europas so, dass ich ganz alleine stehend war, das ist nämlich übrigens auch ein Thema vom Europäischen Rat. Im Oktober letzten Jahres bin ich tatsächlich belächelt worden am Europäischen, also beim Rat Allgemeiner Angelegenheiten in der Vorbereitung. Und man hat mir gesagt, naja, wir sind jetzt beschäftigt mit Covid-19 und das geht sich jetzt nicht aus. Heute haben wir offiziell darüber gesprochen und jetzt sind alle dafür. Es freut mich irrsinnig, dass alle dafür sind, aber ich wundere mich halt manchmal schon, warum man sozusagen das nicht früher aufgreift, weil auf gut österreichisch würde man sagen, so deppert sind wir nicht. Ja, wir wissen schon, worum es geht. Wir erleben Sie wie immer euphorisch, Frau Europaministerin. So, darf ich noch einmal zusammenfassen? Zu Ihrer Euphorie und zu Ihrem positiven Thinking und zu Ihrem Optimismus gehört dazu, dass Sie sagen, dieser EU-Rat am Donnerstag und Freitag wird dafür sorgen, dass der Impfstoff gerecht verteilt wird und wir werden unsere Abstimmung bekommen, dass wir gleich viele Impfdosen haben wie die anderen. Das Punkt ist die Erwartung, das ist die Hoffnung, das ist das, wofür wir kämpfen und Sebastian Kurz kämpfen wird. Und der zweite Punkt ist, Sie sagen, da wird der grüne Impfpass sozusagen Vollgas auf Start gestellt werden und wir werden bis zum Sommer, nehme ich an, wie lange hat sich die EU da als Ziel gesetzt? Das ist auch. Wir wollen ja Mitte April fertig sein. Wann wird die EU diesen Impfpass haben? Ist ja auch für unseren Tourismus, für den Incoming, für den hereinkommenden Tourismus wichtig. Genau. Also wir wollen es schneller probieren, aber es soll auf europäischer Ebene bis zum Sommer sein. Und nageln Sie mich auch hier nicht auf ein Datum fest. Das ist immer abhängig auch von den Arbeitsgruppensitzungen. Aber ganz wichtig ist natürlich das Commitment der Staats- und Regierungschefs. Und ja, das erwarte ich mir am Donnerstag, am Freitag. Weil es wäre natürlich schön, damit auch unser Tourismus im Sommer florieren kann, so logischerweise. Ist es. So ist deshalb es. Wollen Sie auch die Griechen unbedingt haben. Natürlich, ja. Es wollen viele Staaten. Und wenn wir sehen, dass wir anteilsmäßig touristisch fast das am stärksten vom Tourismus abhängige Land in Europa sind, dann ist der Impfpass für uns natürlich irrsinnig wichtig, auch für die hereinkommenden deutschen, holländischen, sonstigen Besucher. Ne? Es ist wichtig für den Tourismus, es ist wichtig für die Wirtschaft, aber es geht nicht nur um den Tourismus, es geht ja auch um Reisende, die Dienstreisen und Geschäftsreisen machen. Das und muss für man schon die Österreicher geht es um den Besucher.
Besuch von der Gastronomie und von Kulturveranstaltungen, wenn ich es richtig verstehe. Auch dafür kann er genutzt werden, aber es geht natürlich auch darum, und das sage ich schon, es wäre mir am liebsten, wenn alle in Österreich Urlaub machen. Wenn Sie die Elli Köstinger fragen, wird sie das wahrscheinlich bestätigen, ja, zu 100%. Aber ich weiß auch, dass viele einfach in diesem Sommer gern das Meer sehen würden. Und wir kämpfen dafür, dass diese Aussicht dann möglich ist. Und letzte Frage, dass wir hier unter anderem in den Duellen, der Herr Groß wird gleich kommen, der Herr Mölzer hat sich gestern schon vehement dagegen ausgesprochen, dass wir hier viele Gegner, vor allem aus dem eher konservativ-rechten Lager, FPÖ-Lager haben, die sagen, und Kickl zum Beispiel, dieser Impfpass ist ein Wahnsinn, das ist totalitär, das ist Diktatur, das ist der erste Weg zum Überwachungsstaat. Was sagen Sie denen? Ich weiß nicht, ob er schon irgendwann einmal in einem Land war, wo man auch notwendigerweise sich impfen lassen muss. Ich weiß ganz sicher, dass er noch nie eine Pandemie erlebt hat. Das erleben wir alle zum ersten Mal. Aber ich weiß auch, dass dieser Impfpass die Möglichkeit bietet, sicher Mobilität wieder zu ermöglichen. Aber er spaltet, das ist ja zum Beispiel die große Sorge der Deutschen. Dort gibt es ja ganz heftige Diskussionen. Er spaltet das Land in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Die Geimpften dürfen dann alles. Die Nicht-Geimpften dürfen nichts. Danke vielmals für die Nachfrage, Herr Fellner. Ja. Ich sage es noch einmal, es sind drei verschiedene Bereiche. Geimpfte, Getestete und solche, die es hatten und genesen sind und Antikörper jetzt haben. Jetzt wird aber ein Drittel der Bevölkerung mindestens gar nichts haben von diesen drei Bereichen. Weder Test, noch Impfung, noch Antikörper. Aber einen Test kann sich jeder erwerben, einen Test kann jeder machen und dort eintragen lassen und dann die entsprechenden Dinge auch sozusagen in Anspruch nehmen. Denken Sie an das Eintrittstesten, was da für ein Aufschrei ursprünglich war. Und mittlerweile ist das ein Vorzeigemodell in ganz Europa, dass das Eintrittstesten gemacht wird, weil man dann sicher körpernahe Dienstleistungen also in Anspruch Argument, nehmen kann. Also das Argument, dass der Impfpass diese Gesellschaft spaltet und in zwei Teile teiltet, die Privilegierten und die Unterprivilegierten, das zieht bei Ihnen nicht? Es zieht nicht, ich lasse es nicht gelten, ich sehe es auch nicht, weil wir kämpfen dafür, dass man drei Bereiche hat, auf die man aufbauen kann. Und einen Test kann jeder machen, auch jemand, der sich nicht impfen lassen will oder aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann. Es gibt auch Leute, die sich nicht testen lassen wollen, Frau Minister. Ja, aber das ist dann deren Entscheidung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Pandemie einfach dafür sorgt, nachweisen zu können, dass keine Gefahr von einem ausgeht. Und ich hoffe schon, dass das im menschlichen Miteinander etwas ist, was jeder eigentlich gewährleisten möchte. Weiß ich nicht, wie der Herr Kickl das sieht, aber offensichtlich anders. Ja, war spannend wie immer mit Ihnen. Unsere Europameisterin, wollte ich fast sagen, Europaministerin Caroline Edtstadlerin, auch eine Europameisterin, im Verhandeln zumindest, ja, live bei Fellner Live. Danke fürs Kommen. Danke. Und wenn wir schon bei wortgewaltigen Damen sind, dann darf ich gleich die nächste ankündigen. Nach der Werbepause kommt Pamela Rendi-Wagner und rechnet mit der Regierung ab, rechnet mit dem Corona-Missmanagement ab und will uns alle warnen, wie gefährlich die Situation derzeit ist. Das sollten Sie sich anschauen, gleich nach der Werbepause.